Hallo, Servus und willkommen zu Super Mario 3D World. Eine neue Folge, die zweite Folge. Wir starten direkt mit dem Level Welt 1-3. Wow. Höhenrausch. Da nehmen wir doch mal Peach. Let's go! Ihr seht schon, es geht in die Höhe. Es gibt später ein Level, wo es dann auch wie ein Wonder gibt. Ein Speziell-Level, glaube ich. Aber dazu kommen wir später. Ich merke schon gar nichts von der Zeitverzögerung. Vielleicht haben wir auch gerade Garten. Da müssen wir hoch. Das ist aber ganz schön. Wenn ich an meine Höhenangst denke, oh mein Gott. Ich hab's auf dem Runner. So. Boah, das war aber Skill. Habt ihr den Sprung gesehen? Na gut. Zwei Münzen ausgelassen. Nicht so hoch. Der Timer ist sehr großzügig. Oh Mann! Oh, jetzt haben wir es nicht geschafft. Müssen wir nur aus diesem Grund den Level nochmal wieder spielen. Hat man natürlich noch eine zweite Chance? Also. Nein, leider nicht. Jetzt müssen wir das Level nochmal durchspielen. Am besten bringe ich mich um, damit wir das direkt nochmal machen können. Weil so brauche ich eigentlich gar nicht weiterspielen. Okay, gut zu wissen, dass wenn man stirbt, dass das gesaved ist. In Mario 3D Land war das nicht so. Meiner Meinung nach war das nicht gesaved, wenn man gestorben ist. Und man musste damals Münzen sammeln. Sternenmünzen. Und den Farmlast erreichen. Im Leben können wir uns außerdem hier wiederholen. Somit haben wir nichts an Leben verloren. Und ich nach wie vor noch eins dazu gewonnen. Auf den zweiten Versuch und diesmal am besten. Aber ich komme mit diesem 3D. Das ist nicht so klar. Alter, sammle dich an. Jetzt gehört der Stern uns. Das Ding ist, ich habe immer noch Probleme, dass wenn wir laufen, ich nicht richtig einschätzen kann, wo die Münzen sind, weil das halt 3D ist, ne? Und dennoch liegt das so an ungefähr so eine halbe bis eine Sekunde, die wir hier Verzögerung haben manchmal. Und dann, wenn wir rennen. So, beim normalen Laufen ist das nicht so das große Problem. Weitere Glocke. Peach. Uns fehlt nur noch ein Stern, ich weiß genau, wo der ist. Hier müssen wir hoch. Zudem ist da noch ein Leben. Viel Skill werden wir da jetzt nicht runterfallen. Genau. Wow. Ja.
Mario, willkommen! Das meine ich wieder, wenn wir rennen. Eine blöde Verzögerung. Normalerweise hätte ich den Block getroffen. Können wir ja zum Ziel. Bam. Wir haben der Pflanze gegeben. So, 100% %iges abgeschlossenes Level. Yeah. Das ist der zweite Part, den ich aufnehme, und ich habe bereits heute auch den ersten Part auf YouTube schon hochgeladen. Den ersten Part habe ich allerdings zweimal aufgenommen, weil ich fand, die erste Aufnahme war verkackt. Die zweite Aufnahme fand ich jetzt auch nicht so geil, weil ich nicht geschnitten habe. Hab dafür noch kein richtiges Programm, aber trotzdem habe ich es am Ende so gelassen, weil die Zeit nicht mehr da war. Oh. Ja. Wir sollen eine Internetverbindung herstellen. Das können wir ja eigentlich machen, ne? Demnächst mal. Und eigentlich sollte sie mit dem Internet verbunden sein. Habe ich schon das Pilzhaus besucht? Ja. Wisst ihr, was wir machen? Wir spielen jetzt eine Runde mit Plessy. Wasserspaß mit Plessy. 1-4. Mit einem anderen Char. Luigi! Let's go! Darf er mal ein bisschen Spaß haben? Weil er von uns allen noch nichts getan hat. Reite auf Plessy zum Ziel. Bewege Alt oder Steuerkreuz L3 nach oben, um zu beschleunigen und nach unten mal abzubremsen. Drücke B oder Steuerkreuz unten, um zu springen. Okay, Plessy, los geht's. Wenn du gemeinsam mit anderen Spielern spielst, springt Plessy höher und bewegt sich schneller, wenn alle Spieler mithelfen. Also. Mach. Und auch davon gibt es ein knackiges Level. Und erster Stern verpasst. Die Schlimme müssen das eh noch ein zweites Mal spielen. Guck dann beim zweiten Mal bitte direkt wohl. Nichts als Fail, das haben wir das Leben bekommen. Dafür bekommen wir aber jetzt den zweiten Stern. Okay, zwei Sterne verpasst und den Stempel. Dann werden wir das doch direkt gleich nochmal spielen. Ja. Luigi. Farmmaster-Klettern dann bitte. Guck mal, und selbst den Farmmaster haben wir nicht erreicht. Also wenn das kein failiger Anfang war, dann weiß ich auch nicht. Ein schön fähiges Level. Yeah. Aber eigentlich stelle ich mich ja nicht so dumm an. Wie hier jetzt gerade. Das war nicht meine Bestleistung. Oh. Wir könnten theoretisch jetzt schon das Schloss machen. Möchte ich auch.
Ich möchte Welt 1 zu 100% beenden. Wie nimmt es jemand anders? Okidoki. Mario! Let's go! Dein Bruder hat das nicht auf die Reihe bekommen. Der kriegt nichts geschissen. Bitte regel das. Ich weiß. Jetzt heulst du aber. Du hast dich schrecklich bekommen. Schande über deine... Neustart. Okay, jetzt hast du einen Stern bekommen. Das kann nicht wahr sein. One-Up gehört und auf. Hören wir uns jetzt. Ja! Toll gesehen! Als ob das jetzt gehört. Wir failen sogar so richtig unnötig. Und das in der ersten Welt. Ich schäme mich. Aber der Stern bleibt gespeichert. Das Leben hat alles okay. Neuer Versuch, das Leben zu bekommen. Wir haben richtig begangen. Yeah! Jetzt holen wir uns den Stempel. Und ich weiß, dass ich hier, als ich das mal aufkennen durchgespielt habe, ich habe von Mario 3D World, glaube ich, 1-2 Mal schon durchgespielt. Wow. Da fällt mir so richtig unnötig ein. Ich bin trotzdem wirklich Stern. Ja, spielen wir gleich nochmal. Und holen uns aber noch den letzten Stern. Jetzt versuchen wir mal das hier. Mit der Rampe. Fun, was haben wir trotzdem bekommen? Yeah! Zufall gehen und dann wurde durch Zufall ein Spieler ausgewählt. Das recherchiere ich mal. Jetzt spielen wir einfach mal auf entspannt diesen Level. Yeah.
Darauf habe ich auch Super Mario 64 zu spielen. Alle Green Stars gehören uns. Tschüss, Plessy. Jetzt haben wir dieses M. Können wir also doch machen. Wie ich das aktiviert habe. Es ist R. Und dann kannst du unsichtbare Blöcke sichtbar machen, Münzen rausholen oder auch den lieben Plessy streicheln. Da freut er sich in einem Sport der Münzen. Wenn wir zu ihm rummeln. Hallo Plessy. Schau, Plessy. Ist eine Anlehnung von Yoshi denn. Damals wollten sie Yoshi ins Spiel bringen. Und dann meinten die Entwickler, nein. Wir machen was anderes. Und darum ist es dann Plessy entstanden. Warum? Oh yeah. Aber Plessy ist toll. Nichts gegen Plessy. Plessy ist einfach super süß. Findet ihr nicht auch? Also, ich finde, er ist super süß. Yeah. Damit können wir jetzt den zweiten Level machen. Nee, schon den dritten Level in diesem... In diesem Part. Welt 1, Schalter an, Manege frei. Warte mal. Hier ist unsichtbar. Wir können ja auch Blöcke kaputt machen. Die Katzenglocke, das Haupteigentum dieses Spiels. Buchst du eine Trampoline? Eigentlich brauchen wir sie gar nicht, wenn man geschickt ist. Braucht man sie tatsächlich für einen Toad. Eigentlich ist er ein perfekter Toad, weil er der schnellste von uns ist. Er ist unser Super Saiyajin. Zeigen wir uns halt mal den Bandsprung, den Mario kann. Sehr beeindruckend, nicht wahr? Das wäre geschafft. Wir haben das systematisch gemacht. Dann will ich die roten Münzen haben. Gegen eine Feuerblume. Direkt verwenden.
Weil es Erfahrung, dass sie das gerne schlägt. Kann man aber auch mit Katzen Mario machen. Ich glaube, Carmen verschwindet, sobald man... alle Blöcke aktiviert hat. Ey, Alter, das ist gerade nicht wirklich passiert. Kompletter Neustart, aber wir haben uns... Gegner verschwinden. Und auch noch der Carmen, den wir später treffen werden. Fast werden wir runtergefallen. Und dann wieder geschafft. So. Die 8 roten Münzen brauchen wir nicht. Wir haben alles, was wir aktuell kriegen können. Und den 2. Greenstar. Aber dann verliere ich an derselben Stelle, ne? Mario, du Dummbatz. Jetzt haben wir keine Items mehr. Besser kann das nicht Stempel.
eine Katzenglocke. Ha! Juhu! Dann machen wir jetzt noch Captain Toad. Als letztes Level, würde ich sagen. Los geht's. 5 Sterne. Welt 1, Toad. Captain Toad, hoch hinaus. Mmh. Ah, ich bin Captain Toad. Captain Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinen ersten Abenteuern auf. Hilf ihm dabei, alle Hindernisse sicher zu überwinden, um alle 5 Sterne in diesem Level einzusammeln. Wenn du das geschafft hast, gehören sie dir. Bewege die Kamera dabei aus verschiedenen Blickwinkeln, um dort aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Oh, eins noch. Captain Toad kann nicht springen. Sei vorsichtig. Wenn er einmal getroffen wird, wird er klein. Ein zweites Mal ist der eindeutige Tod. Deswegen sollte man manchmal lieber warten. So. Bisschen Pollenstaub verteilen. Das ist das erste Level, das ist doch ganz leicht. Nachher, im weiteren Weltenverlauf, gibt es schwierigere Level von Captain Toad. Und weit raus herausfordernd sind dieses. Der Treffer war nicht schön. Hauptsache, wir haben es geschafft. Das Game habe ich übrigens in meiner Beschreibung verlinkt, im ersten YouTube-Video. Das heißt, ihr könnt es da bei Amazon bestellen, zum normalen Preis von, glaube ich, 54 Euro. Wenn ihr das T-Shirt wollt, müsst ihr halt noch ein paar Euro mehr zahlen. Ich glaube, so 70 Euro oder so, oder 69. Aber das T-Shirt ist nice. Ich habe das T-Shirt, wo Bowser aus Bowser's Fury drauf ist. Wenn du alleine spielst, kannst du auch in anderen Leveln die Kameraperspektive verändern, indem du R oder Steuerkreuz oder A drückst. Ja. Probier es einfach aus. Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Super Mario 3D World. Nächstes Mal machen wir das Schloss und befreien die erste Fee aus Bowser's Clown.